Hades Tod gab uns mehr Fragen als Antworten. Aber endlich war er keine Bedrohung mehr. Es war der Beginn eines neuen Kapitels. Für alle von uns. Endlich erwischte es doch Josef Dschekaidze, bekannt als Hades. Anführer der KVA und Drahtzieher hinter den verheerenden Angriffen vor 4 Jahren. Wir sprachen mit Jonathan Irons, Gründer und CEO von Atlas International, dem privaten Militärunternehmen, das ihn am Ende schließlich zur Strecke brachte, diesen Hades. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben getan, wozu keine Regierung in der Lage war. Danke, Wendy, aber die wahren Helden sind die Männer und Frauen von Atlas. Ihr Erfolg diese Woche macht mich sehr stolz. Die Vereinten Nationen wollen Ihnen angeblich einen Posten im Sicherheitsrat anbieten. Sehen Sie sich in der Politik? Tja, ich bin ein Mann der Tat. Also, nein. Aber sehen Sie sich Neubagdad an. Vor 40 Jahren sind wir mit eingezogenem Schwanz aus dem Irak abgerückt und hinterließen eine Ruine. Jetzt ist der Ort ein Beispiel dafür, was passiert, wenn Effizienz über Bürokratie steht. Die letzten 4 Jahre liefen grandios für Sie. Nach den KVA-Angriffen wurde Atlas zum erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Und Sie kontrollieren nun das größte stehende Militär der Welt. Was also sind Ihre nächsten Pläne? Wie fühlt es sich an, ein Held zu sein? Lass es dir nicht zu Kopf. Gideon, Mitchell, ich muss euch sehen. Sofort. Ilona, was ist los? Wir treffen uns in Wartungsraum 6A. Kommt nur ihr beide. Okay, sind unterwegs. Bin gespannt, was sie von uns will. Ich bin auch gespannt, was sie von uns will und damit auch ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Call of Duty Advanced Warfare. Kaum zu glauben, dass das Bagdad ist. Vor 2 Jahren musste man ständig um sein Leben fürchten. Und jetzt blüht die Stadt auf. Dank uns. Das Echo-Team hat gestern eine weitere KVA-Zelle eliminiert. Das Netzwerk ist bald entwirrt. Hades war der Schlüssel. Der Welt gehen die Schurken aus, mein Freund. Du solltest dich auf den Ruhestand vorbereiten. Ruhestand wollen wir nicht. Guten Tag, Sir. Das ist es. Und jetzt bin ich gespannt, was sie von uns will. Weiß jemand, dass ihr hier seid? Nein, was genau? Der Codierer verschafft uns ein paar Minuten. Mit meinem Hart synchronisieren. Ich zeig euch was. Was zur Hölle soll das denn Seht alles? Seht einfach zu. Das ist Irons. Mit dem geretteten Technologen. Der Typ aus dem Fluss? Er hat es nicht nach Nigeria geschafft. Die KVA plant einen Angriff. Sie haben mir alles erzählt. Was für ein Angriff? Einen weltweiten. Auf Kraftwerke. Sie wollten, dass ich für Sie die Sicherheitssysteme ausschalte. Wo genau wollen Sie zuschlagen? Seattle, Paris, Tokio. Tausende werden sterben. Jemand muss das erfahren. Nein. Alle müssen davon erfahren. Keine Sorge, alles okay. Ich kümmere mich sofort darum. Scheiße. Er wusste es. Und er hat es passieren lassen. All diese Leute sind gestorben und er hat davon profitiert. Wo hast du das her? Hades. Bevor er starb, hat er es uns gegeben. Und wir wissen, dass es echt ist. Es war mit unserem eigenen Algorithmus verschlüsselt. Es ist von Atlas. Außer uns hat das niemand gesehen. Wir müssen hier raus. Sofort! No! Nicht schießen! Wir haben alles gesehen. Was gesehen? Sie wussten von den Angriffen. All diese Unschuldigen. Das war eine gefälschte Aufnahme eines Terroristen. Sie sind verrückt! Ein Monster!
Ich bin enttäuscht von dir. Du hättest alles haben können. Haltet sie hier, bis die Reporter weg sind. Gideon? Ja, Sir. Gideon! Du hast es doch gesehen. Er sagt, es ist gefälscht. Er hat sich entschieden. Bleib, wo du bist! Hör zu, wir haben das Exosystem gehackt. Vertraut mir. In 10 Sekunden wird das Feuersystem aktiviert. Dann rennt los. Los! Jetzt. Und tschüss! Geh weg! Alles gut mit dir? Wir müssen hier raus. Sofort! Ja, das glaube ich auch. Zum Fahrstuhl. Wer sind Sie? Schnell. Prophet, weiter. Die Feuerschutztüren im Keller sind deaktiviert. Wir können die Flüchtigen nicht abfangen. Wir brauchen Endstation. Diese Türen, verdammt. Moment. Ihr müsst zum Dach klettern. Wir brauchen den Magnetgriff. Sie aktivieren einen Drohnenschwarm. Ihr habt nur ein paar Sekunden, wenn ihr auf dem Dach seid. Da oben sind wir gefangen. Vertraut mir. Schwarm, weg! Weg! Wir müssen von diesem Schwarm weg, sofort! Schnell! Hier rüber! Ich überbrücke die Tore. Lauft über das Dach und springt über das Geländer. Okay, wir sind springen! Hier im vierten Stock. Na los! Die Kanalisation ist genau vor euch. Weiter! Hoffentlich hält er das ja jetzt auch durch. Das war aber knapp. Jetzt hier hoch und den Deckel abnehmen. Und was jetzt? Ihr müsst es über die Docks in die Altstadt schaffen. Sie werden die ganze Stadt abriegeln, um uns zu finden. Warum solltet ihr euch beeilen? Zeit. Dadurch. Runter zur Straße. Scharfschützen! Da sind sie! Ja, ich sehe sie! Du bist aufgeflogen! Wir haben die Flüchtigen in der Altstadt eingekesselt. In Deckung! Wow! Des Docks wartet ein Boot. Okay. Ein paar Granaten. Stirb! Oh, das wird jetzt schwer gegen den. Mit dem Panzer. Geschützten Juggernaut. Ah, wir haben ihn. Sehr gut. Das Boot ist beim zweiten Tag vor euch. Mitchell, steig in das Boot. Das mache ich. Und rein. Bereite den Kletterhaken vor. Den wirst du noch brauchen. Okay. Kanal runter in Richtung des Geschäftszentrums. Wir werden von Drohnen verfolgt. Oh je, das ist gar nicht gut.
diesen Boden durch! Wow, das war mal cool. Fahr schneller! Okay, schneller! Ich gebe mein Bestes! Nimm die Rampe! Los, los! Raketenerfassung! Tauchen! Weiter! Hoffentlich haben wir das jetzt so langsam geschafft. Angriff, tauchen! Mehr Raketen! Aufpassen! Angriff, tauchen! Mehr Raketen! Schneller! Ihr seid gleich da! Wo sind wir gleich? Was seht ihr da? Na, ist aber auch schwer zum Lenken! Angriff! Tauchen! Boah! Wow! Boah! Mitchell, Idona, könnt ihr mich hören? Ihr müsst weiter! Alles in Ordnung? Könnt ihr weiter? Ja. Ja. Mir geht's gut. Das Boot ist zerstört. Wir laufen weiter. Der Evakuierungspunkt liegt über euch, oben im Gebäude. Wie sollen wir darauf kommen? Setzt den Haken ein. Mitchell, hier drüben können wir den Haken einsetzen. Wow. Punkt für den Kletterhaken über uns. Der Haken ist ja mal richtig cool. Weiter nach oben. Feindkontakt. Ist ja fast wie Spider-Man mit dem Haken. Auf die Container achten! Wow, die Granate. Da ist noch einer. Ah, Mist, immer den Container dazwischen. Kletter mit dem Haken den Turm rauf! Weiter nach oben! Und mit dem Haken auf den Vorsprung! Und weiter hoch! Wir brauchen den Magnetgriff! Wow! Was war das denn bitte? Fast geschafft! Kletter mit dem Haken den Turm rauf! Weiter nach oben! Mit dem Haken auf den Vorsprung! Wir brauchen den Magnetgriff! Okay, jetzt klettern. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Feld gerade eben war. Okay, wir sind oben. Da lang! Los, rauf auf die Hochbrücke! Fallen lassen und über die Hochbrücke! Feinde hinter den Paletten! Wow. Über die Hochbrücke! Boah, wo denn? Ach, hier! Zu dem Kran und an ihm rüber! Boah! Das kann ja mal was werden! Schneller! Weiter! Spring, Mitchell! Wow. Wow. Boah, das ist aber knapp! Du kennst doch deinen alten Sergeant noch. Bringen wir euch hier raus. Robert! Nicht schießen! Wenn das mit eins nicht stimmt, jage ich dich persönlich. Ich irre mich nicht! Das Dach ist frei. Kein Zeichen von ihnen.
In Ordnung. Rein da. Jetzt!